Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir hier aus der neuen Zone aus Patch 10.2 bekommen können. Und zwar ist es dieses Katzenmount, auf dem ich mich gerade schon befinde. Das schimpft sich einmal Winter-Nacht-Traumsäbler und dieses bekommen wir aus diesen Samen raus, die wir einpflanzen können. Traumsaatblüte ist das dann, wo wir das rausbekommen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes braucht ihr ein paar Samen. Und diese Traumsamen gibt es insgesamt in drei Qualitätsstufen. Einmal grün, dann blau und dann gibt es auch nochmal episch. Und diese können wir eigentlich in der kompletten Zone, erstmal grün Traum, erhalten. Von allen möglichen Mobs, von Rares ein bisschen öfter und am besten natürlich von der Superblüte, die jede Stunde hier oben startet. Neben dem Hauptspot hier in der Zone. Und ja, da muss man ja so einen kleinen Baum begleiten über einen recht langen Weg und am Ende so einen Boss töten. Und sowohl der Boss als auch auf dem Weg die Mobs bringen ganz gut diese Samen. Und zusätzlich gibt es da ja noch so Kisten, die man absolvieren kann, indem man dementsprechend oben den Balken auffüllt. Aber das zählt dann mit der kompletten Gruppe, die das hier macht. Genau. Und über diese Wege gibt es eigentlich relativ gut Samen. Also jede Stunde diese Superblüte mitzunehmen, macht eigentlich Sinn. Sobald ihr dann ein paar Samen habt, könnt ihr quasi auf der Map gucken nach so einem Symbol, Smaragdfülle. Da wird euch immer das nächste angezeigt, das ist eigentlich immer eine aktiv. Und hier ist es dann so, dass ihr ein Menü habt, wo ihr dementsprechend einen Samen hinzufügen könnt und Tau. Ich habe jetzt hier gerade schon eins geholt, das können wir jetzt mal schnell aufmachen. Ah, schau mal, hier habe ich zum Beispiel ein Pet rausbekommen. Man kann aber auch alle möglichen anderen Sachen rausbekommen. Jetzt schauen wir mal, wo die nächste ist. Ah, da hinten ist die nächste. Und da fliegen wir jetzt einfach mal hin und dann gucken wir uns das mal an, wie genau das funktioniert. Also, wenn noch kein Samen gesetzt ist, können wir hingehen und unsere Samen aktivieren. Hier macht das gerade schon jemand. Und dann wird der Samen direkt aufgebraucht und der ist quasi einmal weg. Wenn jemand anderes das aktiviert hat, dann können wir trotzdem mitmachen, indem wir draufklicken. Und jetzt können wir unseren Samen auch dazulegen. Das machen wir jetzt mal. Und was wir noch zusätzlich noch haben, Tautropfen. Diese Tautropfen sind hier quasi eine Währung. Die gibt es auch von allen möglichen Mobs. Und am besten halt von der Superblüte. Ne? Also die könnt ihr einfach quasi relativ easy farmen. Unser Mount, das ich euch gerade gezeigt habe, bekommen wir aus dem zweiten Sack raus. Nicht aus dem ersten, sondern aus dem zweiten Sack. Und zwar können nämlich aus diesem kleinen Sack, können nämlich hauptsächlich Währungen rausbekommen. Und zwar, wenn wir nämlich hier unsere Tautropfen dazugeben, ne? Immer einmal klicken, sind 5 Tautropfen und erhöht quasi hier um 1% das Ganze. Und wenn wir den Sack möglichst hoch kriegen, haben wir eine relativ gute Chance, dass dann auch ein Mount rauskommt, und zwar der Windler-Nachttraumsäbler. Ne? Das ist das einzige Mount, was quasi aus diesem Sack rauskommt. Das kann theoretisch aus dem grünen Sack rauskommen, die höhere Chance hat es dann halt bei einem blauen Sack und eine ganz gute Chance hat es dann beim epischen Sack. Also wenn ihr das hier ein bisschen auffüllt, dann werden die Säcke besser, bei 100 wird der Sack dann episch. Diesen Balken füllen alle auf, den müsst ihr nicht auffüllen. Wenn ihr quasi Minimum Ressourcen verbrauchen wollt nur, macht es nur einmal, dann habt ihr hier einen Checkmark an dem Sack und wenn ihr Glück habt, füllen die anderen das dann für euch auf. Oder wenn ihr denkt, ich habe eh genug Marken, dann haut es hier rein. Der andere Sack hier, der ist immer davon abhängig, was ihr für einen Samen reinhaut. Grün bringt quasi Temok, blau bringt Pets, habt ihr eben gerade gesehen, da war ein Pet drin. Und epischen Samen, die sind relativ selten und da können dann noch einige andere Mounts drin sein, die sind dann aber nur hier drin. Das einzige Mount, wie gesagt, ist dieses hier. Ne? Ich habe es mit den Twinks jetzt schon 3-4 Mal mit jedem im Inventar bzw. in der Post liegen. Das kriegt man aus dem Zusatzsack raus und das ist ehrlich gesagt auch nicht so selten, ne? Weil ihr das ständig quasi bekommt, in Anführungszeichen. Genau, mehr ist es da nicht. Ihr farmt dann halt einfach weiter diese Währungen, hier wie gesagt in der kompletten Zone, beziehungsweise auch die Samen und dann klappert er quasi einen Spot nach dem anderen ab und nach einer Weile gibt es dann einmal schön das Mount. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.